Eppe-Mühlenkreis, Mittelland, zu der berühmten Longlong Farm, zu Part 148. Wir machen jetzt sofort weiter mit der Feldarbeit auf Feld 63. Dafür brauchen wir jetzt den großen John Deere. Und dann holen wir uns den Wender und dann fahren wir direkt wieder los. Und dann passt das. Weil den haben wir hier vorne stehen. Den brauchen wir jetzt. Und auf jeden Fall sind wir jetzt hier erstmal unterwegs. Wieder auf Feld 63. Weil die Arbeit müssen wir jetzt erstmal erledigen. Gotta hear the ins gotta down and the answers are digging down. Ins gotta hear the ins gotta down and the answers are digging down. Ins gotta hear the ins gotta down and the answers are digging down. Ins gotta hear the ins gotta down and the answers are digging down. Ins gotta hear the ins gotta down and the answers are digging down. Ims gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the hater down. All the cruising dang with dog, they drink head and he's a gong. Ims gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the hater down. Ims gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the hater down. Ims gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the hater down. All the cruising thing we done, the head and reads it down. Imps gotta hurt, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta down, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta hurt, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta hurt, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the heater down. All to hear, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the heater down. Imps gotta hear, the imps gotta down, and the answer to the heater down. All the losing there we down, every enemy we down. Ja, ist einfach ein geiles Lied. Das muss man einfach mitsingen, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier, die Wiese wenden. So. Da müssen wir uns jetzt beim Yoropai mal eben zwei Sachen kaufen. Also einmal die Beintechnik selber. Ist das jetzt hier für den Rundbein? Nein. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die jetzt mit Folie oder ohne Folie abliefern müssen.
Müssen wir mal eine Aufgabe nachlesen? Nein, also. Da stand hier jetzt ehrlich gesagt ja nicht drin, was für eine Ballenpresse ich benutzen soll. Rundballen stand jetzt da nicht drin. So, jetzt holen wir die Ballenpresse von Europai ab. So. Auf jeden Fall gibt es bei mir jetzt jedes Mal, wenn ich bevor ich streame, ein Live, also ein Video auf YouTube. Dann passt das. Dann wisst ihr auch über den neuesten Stand immer Bescheid. Und da werde ich dann euch auch immer erklären, was ich dann halt einfach vorhab in den Folgen der Long Long Farm. Und deswegen habe ich mir dann so überlegt. Mache ich dann immer so eine kleine Videobotschaft. Die ging jetzt zwar ein bisschen länger, die Videobotschaft. Ja. Ist auch schon auf YouTube hochgeladen. Und dann passt das schon. Auf jeden Fall habe ich den Film an nur noch 60 Sekunden, wo ich auf euch in den letzten Part erzählt habe von. Den gucke ich jetzt mir mal wieder an, weil er einfach zu geil ist, der Film. Da ist zwar die Version ab 16, ich habe sogar die Version ab 18 auf DVD. So, wir fahren jetzt erstmal so weit alles ein, weil dann können wir den Rest Wiese nochmal
ordentlich in der Bahn schieben und dann passt das schon. Wir werden jetzt gleich mal eben den kleinen John Deere holen, den 6250R. Dann brauchen wir den jetzt hier nicht extra abkuppeln. So, und dann fahren wir mit denen jetzt zum Europai. Holen uns den Ladewagen für die Ballen, die wir gerade gepresst haben. Also ich kann euch wirklich den Film wirklich empfehlen. Weil ich habe auch die ganze Titelmusik, also die ganze Filmmusik eher gesagt. Ja, und die ist sehr wirklich echt geil gemacht. Aber ich kann es ehrlich sagen. So, und auf jeden Fall, der Film ist einer der besten Filme für mich von aller Zeit. Auch wenn er schon 2000, aus dem Jahr 2000 ist. Also 21 Jahre alt ist der Film schon. Ich kann euch wirklich den Film empfehlen. Und dann fahren wir das jetzt mal eben hier zum Abladeplatz.
So. Wir haben jetzt 60% abgeliefert. Aber die Sachen werden wir dann gleich auch wieder verkaufen, weil wir die brauchen sind wirklich halt, ehrlich gesagt, ja gar nicht. So, dann lassen wir sie mal eben hier stehen. Den einen Ball nehmen wir da hinten noch mit. Weil dann passt das. So, dann pressen wir wieder weiter die Ballen.
der Film ist echt Hammer. So, dann haben wir das ja auch erledigt. Aber hier irgendwo noch eine Balle. Ja, hier. Wenn, dann müssen wir auch alle mitnehmen. So, dann fahren wir das mal eben weg. So. So, und dann verkaufen wir die Sachen wieder, weil wir die brauchen wir ja einfach ja nicht. Wir werden auch jetzt den Mini-John hier verkaufen, den brauchen wir auch nicht mehr. So. Dann ist das auch erledigt.
berühmt. Fahren wir jetzt eben nochmal hier zum Feld 63, weil wir unsere Sachen natürlich mitnehmen müssen vom Feld. Geil. Wie kann man hier so verantwortungslos sein? Kann ich den hier vorne anheben vielleicht? Geile Mann, wie soll einer telefonieren, der nicht sprechen kann? Wie so einer telefoniert, der nicht sprechen kann. Ey, geil. Echt geile Nummer. Ach nee. Ach, jetzt habe ich Mist gebaut. Auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt gerade was überlegt. Wir werden die BGA wieder verkaufen. Oder? Muss ich mir mal überlegen, ob wir die BGA verkaufen. Wo habe ich denn jetzt? Den muss ich jetzt erstmal noch. Also den fahren wir jetzt erstmal, den John Deere. Weil wir die müssen ja jetzt mit Benzin, also mit Diesel tanken. Und dann passt das schon. Weil repariert muss der jetzt erstmal nicht. Wollen jetzt erstmal nur mehr mit Diesel tanken. Ja, jetzt kommt die geilste Szene in dem Film. Jetzt kommt echt die geilste Szene in dem Film. Mit Johnny B. Gangster. Aus dem Film nur noch 60 Sekunden.
Ich sag ja, das ist die geilste Szene ever. Ach du Scheiße, der hat ein Tempotaschentuch, der hat ein Taschentuch reingesteckt in den Benzin und zündet der gerade das Taschentuch an. Boah, sein Auto explodiert. Mein Gott. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Also wirklich, da zeigt wirklich keine Versicherung. Es ist auch Brandstiftung. Und es ist sehr, sehr gefährlich. Also, denk dran. Nicht nachmachen. Also kein Tuch in den Benzintank oder Dieseltank von eurer Eltern in ein Fahrzeug reinpacken. Ja, und dann anzünden. Niemals nachmachen. Muss ich ganz ehrlich sagen, es ist wirklich sehr, 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 sehr gefährlich. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist der 8400R, ja genau. So. Da fahren wir mal eben kurz hier zur Tankstelle. Und tanken mal eben. Bringen wir jetzt den großen John Deere, das ist der 8400R. Fahren wir jetzt erstmal zurück zum Hof 4 und anschließend nehmen wir den John Deere 6250R, der an der BGA steht. Stellen wir mal hier vorne ab. So, den fahren wir jetzt auch wieder zurück zum Hof 4, weil wir brauchen jetzt die Düngermaschine. Ja, also für Kalk. Die steht halt einfach auf Hof 4. Und anschließend nehmen wir die Kalkmaschine. Also jetzt nehmen wir erstmal die Kalkmaschine. Die steht ja auf Hof 4. Anschließend nehmen wir die Düngermaschine. Die steht auch ebenfalls auf Hof 4. Und damit fahren wir dann auf Feld 2 und 3. Ich muss nochmal irgendwie was machen. Den Arbeitsvertrag muss ich ja noch machen. Mal eben die Rechnung schicken, dass der mir auch das Geld überweist. Der 67er Shell, der GT500, also der Ford Mustang, Shelby Mustang. Um genau zu sagen, also der 67er Shelby Mustang vom Ford. Der originale 67er Shelby Mustang GT500. Einer meiner absoluten Traumautos. Da kann Ferrari, Porsche, ja, und Lamborghini abstinken. Ja. Wenn ich wirklich einen letzten Willen habe, dann wirklich mit dem Auto ein einziges Mal
über die Nordschleife fahren. Über den Nürburgring. In der Eifel wirklich. Weil es wirklich einer meiner absoluten Lieblingsauto ist. So, jetzt fahren wir auf Feld 3 und 2. So, aber wie gesagt, Chevy Mustang GT500 Eleanor. Gebt einfach mal ein. Eleanor in der Suchleiste und dann findet ihr sofort die 67er Ford Mustang GT500. Ja, wirklich. Wenn, dann möchte ich wirklich mit den 67er Ford, den original 67er Ford Mustang GT 500 über den Nürburgring fahren, über die komplette Nordschleife. Weil es wirklich ein geiles Auto ist. So, dann tun wir mal eben hier kalken. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier noch auf dem Feld unterwegs. Und ihr könnt mir hier auch ruhig folgen auf Twitter unter Patrick-Gamer-02. Da findet ihr auch immer alle Highlights. Also da poste ich ab und zu mal Video, was wir da genau machen auf der Long Long Farm. Ich werde aber auch jetzt jedes Mal auf YouTube unter Patrick MSO bitte dann zusammenschreiben,
Werde ich dann auch ein Video posten, was wir dann so vorhaben auf der Long Long Farm. Da werde ich euch das dann nochmal alles erklären. Und dann passt das schon. Deswegen einfach mal nachgucken. Auf YouTube oder auf Twitter. Weil Facebook habe ich gelöscht. Komplett. Weil mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, mit Facebook. Deswegen. Und auf jeden Fall ist das so, dass wir jetzt hier erstmal fertig sind auf Feld 2. Und dann fahren wir jetzt auch auf Feld 3. Weil das müssen wir halt einfach machen mit dem Kalken. Deswegen. Moin, moin. Auf jeden Fall. Weiß ich jetzt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ob ich jetzt in den nächsten 2 Wochen zum Stream komme. Weil meine Cousine ist jetzt gerade unterwegs. Also, was heißt unterwegs? Also, die ist noch nicht losgefahren, sagen wir mal so. Die will nicht erst um 4 Uhr morgens losfahren mit dem Auto. Und dann kommt die nicht 2 Wochen lang mich zu besuchen. Und, weiß dann einfach nicht, ob ich dann genug Zeit habe zum Streamen. Und da müssen wir dann einfach mal schauen. Vielleicht schaffe ich es doch noch mal abends mal für 1 Stunde, 1,5 Stunden zu streamen. Weil ich habe es auch ehrlich gesagt im Moment auch mit die Arbeit viel zu tun. Weil da ist jetzt einer zu lange in Urlaub gegangen über die Sommerferien. Und sein Gebiet muss ich dann halt einfach mit zumachen. Und da bin ich dann halt eben auch jede Nacht, also fast jede Nacht unterwegs. Ich habe jetzt mal Gott sei Dank mal einen Tag Ruhe vor die Zeitungen. Also Urlaub habe ich jetzt natürlich nicht, aber ich muss die Zeitungen halt einfach mittwochs und samstags verteilen. Es ist halt einfach noch ein zusätzlicher Nebenjob. Ja, weil ich auch gerne mache, weil dann bin ich an der frischen Luft. Und es ist halt einfach so, weil ich für einen Kollegen ja Gabelstapler fahre. Meint das ja tagsüber, aber da verdiene ich ja nicht so viel. Da verdiene ich, glaube ich, gerade, wenn mich jetzt nicht alles täusche, an die Tausender. Weil ist ja nicht viel. Ich racke mich da wirklich 8 Stunden kaputt. Ja. Und dann ist es halt einfach auch so, da ich mir noch mal einen extra einen zusätzlichen Nebenjob geben lassen habe. Und da habe ich jetzt halt eben nachts die Zeitungen an der Backe. Aber Gott sei Dank nur mittwochs und samstags. Ja, ich mache das ja halt deswegen nachts, weil ich ja tagsüber arbeiten muss. Das wissen die auch in der Firma Bescheid. Und
Und solange, der Chef hat auch damals zu mir gesagt gehabt, solange wie ich da ordentlich arbeite, hat er auch nichts dagegen, wenn ich das nachts mache. Solange wie sich kein Anwohner beschwert, passt das. Muss man ganz ehrlich lassen. Ja. Und auf jeden Fall ist das ja so, dass dann halt einfach nachts die Zeitung verteilt werden. Ja, weil jetzt die Nacht auch unterwegs. Also gestern Nacht jetzt eher gesagt. Und da musste ich in Rotlichtviertel. Hier in Duisburg. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Rotlichtviertel nachts. Eine Vollkatastrophe. Ja. War so gewesen. Ich die Zeitung so verteilt. Waren wir gestern losgegangen. 1:30. Und da war es dann halt einfach so, dass sie, da ich vorher die Kontrolleurin gefragt habe, wann die Zeitungen da sind, hat sie gesagt, ja, vor 0 Uhr nicht. So, dann bin ich um 1:30 los. War um 2 Uhr in meinem Bezirk. Da war ich fertig um 3:15, weil ich arbeite ja schnell. So, und das zweite Bezirk, weil ich ja zu lange jetzt übergangsweise habe für einen Monat, ist dann halt direkt neben mir, also direkt neben mein Gebiet. So, dann da rein, die Zeitungskarre natürlich voll gemacht bis oben hin. Und dann bin ich dann los und ich weiß jetzt nicht, Alte Rheinstraße war es, glaube ich, gewesen. Genau, Alte Rheinstraße. Da kam ein Typ an. Und der meinte, mir sagen zu müssen, ja, rück dein Handy raus. Ich weiß, dass du ein Handy hast. Ich zu dem, ich gebe dir mein Handy ganz bestimmt nicht. Ja. Und er so, ja, warum denn nicht? Habe ich gesagt, tja, bevor du das Handy in der Hand hast, bist du tot. Habe ich den klipp und klar gesagt. Der so, ja, das glaube ich nicht. Habe ich gesagt, ja, kannst mir aber glauben. Warum? Habe ich gesagt, ja, weil ich immer, wenn ich am Arbeiten bin, habe ich zu denen gesagt, immer Messer mit hab. Und der meinte so, also, ja, ich hab auch eine Waffe bei. Habe ich gesagt, ja, zeig mal deine Waffe. Ja. Da zückt er so einen Revolver. Also eine 44er Magnum. Hat er da gezückt. Ich so, och, meinst du, ich habe jetzt Angst davor? Habe ich zu denen gesagt. Ja, er hat das gar nicht gescheckt, weil ich gemacht habe in dem Moment. Ja, ich dann so am Telefonieren. Weil ich ja Headset an habe, da habe ich zu meinem Onkel so, habe ich meinen Onkel angerufen, der arbeitet ja bei der Polizei. Und da habe ich ihn angerufen, habe gesagt, ja, schicke mal sofort zu der alten Rheinstraße Verstärkung. Und er so, hat dann gesagt, was ist denn los? Habe ich gesagt, zu den Code 4, Code 4. Ja, weil ich mit denen so eine Codesprache ausgemacht habe, wenn Gefahr droht, Code 4 zum Beispiel, bewaffneter Raubüberfall, ja, dann weiß er sofort, Alte Rheinstraße, Code 4, und dann kommen sie sofort an. Ja, also ich habe da mit denen verschiedene Codes, also Drogen gelegt ist Code 2, Raubüberfall bei mir jetzt zum Beispiel gestern Abend war Code 4, ja, weil ich zu denen gesagt habe, Magnum 44, Code 4, wusste der sofort, was gemeint ist mit einer Magnum 44, Code 4. Ja, der Typ, der hat das gar nicht gescheckt, weil ich meine, Code 4, Alte Rheinstraße, Magnum 44. Und da kam nicht von vorne, von der Ulrichstraße, kam ein Polizeibeamter. Ja. Und von der Unterstraße, weil das ja dann so eine Sackgasse ist. So, und da gab es natürlich noch eine Nebenstraße. Ja, da wollte der aber abhauen. Ja, so, der dreht sich um. Der hat da wirklich nichts mehr gescheckt. Der hat nur noch den Beamten von hinten gesehen. Ja, und in dem Moment
bin ich hingegangen und hab den in die Kniekehle getreten. In die Kniekehle. Ja. Ey, der ist zusammengebrochen. Vor Schmerzen. Ja. Der Beamte so hat gesagt, ja, was hast du denn gemacht? Warum ist er denn jetzt zusammengebrochen? Habe ich zu dem gesagt gehabt. Mein Onkel hat mir einen Trick gezeigt gehabt, ja, wie man sowas verhindern kann, dass einer abhauen möchte. Ja, der hat sie gesehen, hat sich umgedreht, er hat mich bedroht mit einem Revolver, mit einer Magnum 44. Ja, und da sah ich mich leider gezwungen, den in die Kniekehle zu treten. Da hat er gesagt, ist doch nicht dein Ernst, du hast ihn doch jetzt nicht wirklich in die Kniekehle getreten. Habe ich gesagt, natürlich habe ich ihn jetzt in die Kniekehle getreten. Von allerfeinsten. Genau getroffen, habe ich gesagt. Ja, er so, wie genau getroffen. Ist so, natürlich, genau getroffen in die Kniekehle. Ja, das hat man richtig, ja, brechen gehört. Die Kniekehle, also die Kniescheibe. Man muss sich ja so vorstellen, das Knie wird ja, das Gelenk wird ja gehalten von so einer Scheibe oben. Ja, dass man das Knie beugen kann, das Knie. Ja, und wenn du in der Kniekehle reintreten tust, ja, wird diese Scheibe, ja, gebrochen. In 1000 Einzelteile. Und das habe ich mit den Typen gemacht. Ja, Notwehr, was will man machen? Mein Onkel war ja dabei. Der kam ja von meiner Seite her mit einem Streifenwagen. Da waren zwei Streifenwagen im Einsatz halt einfach. Ja, weil ich halt zu denen gesagt hatte, Code 4 mit Revolver, Magnum 44. Ja. Und dann war es halt einfach der Fall gewesen, dass mein Onkel zu mir gesagt hat, ja, Junge, genau getroffen. Aber wie gesagt, ich weiß. Habe ich auch nur von den Besten gelernt. Und der Arbeitskollege von meinem Onkel kam an, Junge, da hast du aber echt Schwein gehabt, da ich den jetzt abgelenkt habe. Habe ich gesagt, ja, weiß ich. Ich habe ihn ja auch mitten in die Kniekehle getreten. Ihr könnt direkt mal einen RTW bestellen. Dann hat er den RTW bestellt, der da so lautstark am Schreien, Knie natürlich gebrochen, ist ja klar. Ja, dann da kam auch der Sanitäter zu mir nochmal an und hat mich dann noch mal kurz untersucht, weil ist ja auch nicht alltäglich, dass du mit einer Revolver bedroht wirst. Ich so zu sehen, ja, brauchen sich keine Sorgen zu machen, ich bin tipptopp im Fit. Ja, also ich stehe nicht unter Schock. Ja, er so, der Sanitäter, warum das denn? Ich habe gesagt, ja, ich habe Nerven wie aus Stahl. Ja, also bevor ich unter Schock stehe, muss er wirklich vor mir einer erschossen werden. Ja, da ich überhaupt unter Schock stehe, wenn überhaupt. Ja, mein Onkel so, ja, das stimmt, der hat wirklich Nerven wie aus Stahl. Also da. Aber ist trotzdem mal besser, hat er gesagt, ja, dass wir mal gucken. Puls war alles in Ruhe, in alles normal, der Puls. Ja, und mein Onkel so. Ja, was machst du denn um die Uhrzeit auch hier? Habe ich gesagt, ja, arbeiten. Ja, ist nicht dein Gebiet da vorne? Habe ich gesagt, ja, eigentlich ja, aber hier ist ein Zusatzgebiet. Weil ein Arbeitskollege von mir in Urlaub ist, da hat der Chef mich gefragt, ob ich das übernehmen könnte. Für 4 Wochen, habe ich gesagt, ist in Ordnung. Ja. Ja, aber da hinten ist doch das Bordell. Habe ich gesagt, ja und? Ja, da wurde ich ja nicht schlank an dem Bordell. Dürfte ja eigentlich auch da nichts passieren. Ja, aber siehst doch hier die alte Rheinstraße. Habe ich gesagt, ja, aber überleg doch mal. Ja, falls das ist, ich kann dich jederzeit anrufen, habe ich doch gesagt. Und
Dann passt das doch. Und du weißt doch ganz genau, wir haben doch eine Codesprache abgemacht. Ja, falls wirklich mal was Ernstes ist, jetzt zum Beispiel jetzt hier, dann kommst du ja auch sofort mit deiner Kollegin angefahren. Ja, dafür haben wir die Codesprache ja auch abgesprochen, habe ich zu denen gesagt. Ja, und der Arbeitskollege so von meinem Onkel, wie eine Codesprache, haben wir gesagt, ja, Code 2, Drogen belegt. Ja, Code 4, zum Beispiel jetzt hier der Fall. Ja, Code 4 mit bewaffneter Raubüberfall, mit Schusswaffe, mit einem Revolver. Da hat er gesagt, ja, wo ist er mit der Revolver? Da habe ich gesagt, der liegt unterm Auto. Da bin ich hingegangen, habe ein Taschentuch genommen. Und hab dann Revolver rausgeholt unterm Auto. Ja. Mein Onkel so, ja, gib mal her. Ich dann so das mit dem Taschentuch so, der hat ja die Handschuhe angehabt, dass wir dann halt eben keine Fingerabdrücke da lassen. Ja, und er so, ja, tatsächlich, du kennst dich aber gut damit aus. Ja, das habe ich dir aber nicht beigebracht, habe ich gesagt, nee, dass du mir das nicht beigebracht hast, ist mir auch klar. Aber woher weißt du, dass das eine Magnum ist, 44er Revolver? Aber wie gesagt, kennt man doch aus Filmen. Ach ja, stimmt ja, du guckst ja viele Actionfilme. Aber wie gesagt, ja. Ja, habe ich ja ganz vergessen. Normalerweise könntest du ja auch mal gucken, ob du bei uns in der Waffenkammer eine Ausbildung machen kannst. Aber ich sag, nein, danke. Kann ich gerne darauf verzichten. Eher so, ja, warum denn nicht? Du kennst dich doch damit gut aus. Aber ich sag, ja, trotzdem nicht. Weil da habe ich gesagt, da ist mein Hobby und Hobbys macht man nicht zum Beruf. Ja, man muss natürlich auch Spaß an der Arbeit haben. Ja, so ist es ja nicht. Ist ja nicht dass so, dass ich da ja an der Arbeit ja keinen Spaß hätte, die Waffen zu kontrollieren. Ja, und auf DNA-Spuren zu untersuchen. Ja, so ist es ja jetzt ja nicht. Und Waffentests damit durchzuführen. Das wäre ja das wäre ja eigentlich ja die Arbeit bei mir dann in dem Fall. Ja, und dann gucken, wo die Seriennummern ist, die Waffen auseinanderschrauben, alles. Ja. Und habe ich gesagt, das ist nicht so mein Ding. Ja, weil Waffen sind tödlich. Ja, ich habe zwar immer ein Teppichmesser dabei, auch für die Arbeit. Ja. Die Klinge darf halt einfach nicht länger als 7,5 cm lang sein und nicht beidseitig geschärft, sonst fällt das nicht unter einen Waffenbesitz. Ja, und dann ist das schon wieder strafbar. Ja, aber da ist ja halt sowieso nur ein Teppichmesser. Ja, und der Arbeitskollege von meinem Onkel, der zeigt mal das Teppichmesser, muss ich mal bitte kontrollieren. Ja, habe ich denen das dann gezeigt. Und dann war es einfach der Fall gewesen, dass er es nachgemessen hat, hat gesehen, ah, stimmt, einseitig, nur die Klinge ist abbrechbar. Ja, so, dann habe ich auch gesagt gehabt von meinem Onkel zum Arbeitskollegen, ja, zu den Polizisten, dass ich das ja auch wirklich nur für die Arbeit mitnehme. Ja, da ich wirklich die Pakete aufschneiden kann, ja. Und dann passt das. Ja, weil mit einer Schere ist das alles immer, komme ich da nicht in die Tasche rein. Ja, wo steht denn die Karabiner? Wie gesagt, ja, hier vorne. Ja, so, dann habe ich ihnen das dann gezeigt mit den Paketen. Ja, gut. Kann man nichts dran ändern. Aber wie gesagt, ja, deswegen nehme ich auch immer ein Messer mit. Ja. Und damit mache ich dann halt einfach nur die Pakete auf und dann packe ich das Messer auch wieder weg. Ja, weil mit Messer muss man halt eben auch umgehen können. Ja, das stimmt. Wenn ich die Jugend von heute sehe, hat er gesagt, ja, und die dann mit so einem Klappmesser, Springmesser, ja, über die Straße gehen, das sind da so richtige Angeber. Habe ich gesagt, ja, das ist die verdorbene Jugend. Ja.
Da kann man darüber diskutieren, ja, über die Prügelstrafe. Für mich sollte, habe ich zu denen auch gesagt gehabt, ja, die sollten normalerweise wieder das so einführen wie damals, ja, wenn die nicht gehört haben, die Kinder reck eins auf den Hintern hauen. Betrachtprügel kriegen. Ja, dass sie anfangen zu lernen, wie man sich benimmt. Ja, ist doch genauso, ja, mit die Füße auf dem Tisch, ja, oder wenn man ja Straßenbahn sitzt, die Füße auf dem Sitz. Ja, das mache ich heutzutage gar nicht. Wer macht denn auch sowas? Ja, nur asoziale Penners machen sowas. Muss man ganz ehrlich lassen. So hat man mich nicht erzogen. Ja, das stimmt. Ja. Also haben wir gesagt, ja, da kann man tausendmal darüber diskutieren, was sie da alles falsch machen. Ja. Und das bringt alles gar nichts. Ja, ich sag ja nicht, ja, dass ich auch ein paar Macken habe. Ja. Aber man muss aber jetzt klipp-klar mal feststellen, wer mit einem Messer rumspazieren geht, ja, ohne was damit anzufangen zu können. Ja, das ist dann schon wieder strafbar. So, aber er hat ja gesehen gehabt, der Polizist, da ich ja am Arbeiten bin, dann halt einfach auch, ja, und können sie auch nichts machen. Mein Onkel hat ja auch gesagt zu denen, kannst du ruhig das Messer wiedergeben, er macht da wirklich nichts mit. Ja, er braucht es wirklich nur für die Arbeit, weil ich kenne den, ja, ich gucke auch immer nach, ob der das wirklich dasselbe Messer hat. Ja, kannst auch die, haben wir gesagt, zu den Kollegen von meinem Onkel, kannst auch das Messer rausnehmen, die Klinge, ja, und sehen, ja, dass mein Onkel das mit dem Edding extra markiert hat, das Messer. Also extra die Klinge markiert. Also wenn ich das Messer wirklich, also die Klinge austausche, ist mein Onkel wirklich dabei und der unterschreibt das auch, die Klinge. Ja, nicht, dass ich sie dann austausche auf einmal. Ja. Wie, das macht der wirklich? Habe ich gesagt, ja, wirklich. Habe ich gesagt, ja, hier habe ich die Klinge rausgezogen. Ja, von das Teppichmesser. Ja, und dann hat er es dann gesehen gehabt. Ja, die Unterschrift von meinem Onkel. Ja, und da geht er wirklich immer hin und unterschreibt die Klinge. Ja, bei Urkundenfälschung kann ich nicht, mache ich auch nicht. Ja, er sieht, mein Onkel fällt das sofort auf, wegen der Handschrift, weil der hat da wirklich so eine komische Handschrift. Ja, die kann man nicht fälschen. Ja, auch ein Profifälscher könnte das gar nicht, weil er wirklich so eine komische Handschrift hat. Und dann ist das halt einfach so, dass der gesagt hat, ja, ist in Ordnung, kriegst das besser wieder. Ich weiß, du brauchst das für die Arbeit. Habe ich gesagt, ja, danke. Habe ich das dann wieder in die Hosentasche gesteckt. Ja, und habe denen dann noch eine Zeitung mitgegeben, dass sie dann im Büro dann, wenn die Pause haben, was zu lesen haben. Und dann passt das schon. Und dann ist das für mich auch erledigt. Der kriegt jetzt sowieso eine Strafanzeige, der Typ. Ja, eben bewaffneter Raubüberfall. Ja. Und also versuchter Raubüberfall natürlich. Weil vollendet war der ja nicht. Da muss man jetzt dazu sagen. Weil ein veränderter Raubüberfall wäre es dann gewesen, wenn ich mein Handy rausgerückt hätte. So, das habe ich aber nicht. Also bleibt es ja nur beim Versuch. Aber er darf sich freuen. Mein Onkel kam ja heute zu mir an. Hat zu mir gesagt, ja, Glückwunsch. Haben wir gesagt, ja, wozu? Ja, er hat ein künstliches Kniegelenk bekommen. Wie? Ja, du hast ihn die Kniescheibe so zertrümmert mit den Tritt, den du ja da angesetzt hast, die du ja von mir gelernt hast. Ja, hast du genau, ja, getroffen, die Kniekehle, dass du die Kniescheibe bei denen so kaputt getreten hast, dass die
einfach nicht mehr reparierbar war und dass er ein künstliches Kniegelenk bekommen hat. Da habe ich zu dir gesagt, ja, dann ist ja auch jetzt einfach an Schuld. Mein Onkel so, ja, da hast du auch wieder recht. Dass er selber an Schuld ist. Ja, hast in Notwehr gehandelt, brauchst dir auch keine Sorgen zu machen. Ich habe mit dem Staatsanwalt darüber diskutiert, also beredet eher gesagt. Ja, mein Arbeitskollege kann das bezeugen, dass du das in Notwehr getreten hast, weil er dir ja immer noch die Waffe da vor ins Gesicht gehalten hast. Ja, und was will der Staatsanwalt machen? Er macht zwar jetzt eine Ermittlung, muss er ja grundsätzlich, aber wir können das ja alle bezeugen, dass du das in Notwehr gemacht hast. Wir haben die Tatwaffe von denen. Ja, kannst, und hat gesagt, ja, kannst dich glücklich schätzen, ja, dass du denen da wirklich die Kniekehle zertrümmert hast. Habe ich gesagt, war er denn auf Drogen? Weil die Augen sahen da so nach aus. Ja. Ja, der war auch unter Drogen. Der hatte Kokain im Blut. Habe gesagt, toll, Junkie. Ja. Ja, also da habe ich gesagt, ja, solange wie ich mit seinem Blut nicht in Kontakt gekommen bin, ist mir eigentlich alles egal. Muss man so klipp-klar sagen. So, was haben wir denn jetzt hier noch vor? Also, wir haben jetzt das Feld gedüngt. Wie sieht es denn auf die anderen Feldern aus? Wachstum? Oh, unsere Felder sind erntereif. Toll. Dann haben wir ja noch was zu tun. Ab dem nächsten Part. Weil das werde ich erst in den nächsten Part machen. Mit der Ernte. Das weiß ich, dass ich das erst in den nächsten Part mache. So, dann bringen wir jetzt die Maschine wieder zurück zum Hof. 4. Einen Augenblick mal eben. Muss mal eben kurz das gucken. Halten wir mal eben hier an. So, da ist der pH-Wert. Der ist überall optimal. Stickstoff. Ja, weiß ich jetzt nicht. Stickstoff. Aber dann bist du eigentlich ja. Feld 53. Aber es bringt nichts, auf Feld 53 zu fahren. Weil es ist ja schon erntereif. Da haben wir Sonnenblumen drauf gepflanzt. Wir könnten aber eigentlich ein paar Bahnen fahren. Weil Sonnenblumen ist doch eine mega Arbeit. Im Gegensatz zu Raps. Muss man ja doch ganz ehrlich zugeben. Und dann passt das schon. Aber die Beamten gestern auf dem Wasserspielplatz hier im Duisburger Innenhafen, die waren auch lustig. Ich dann mit der Arbeit endlich fertig. Mach das Video für Facebook fertig, also für YouTube eher gesagt, war unterwegs fertig gemacht. Und dann auf jeden Fall hatte ich mir dann die zweite Zigarette angemacht. Und da bin ich dann an die Beamten vorbeigelaufen, morgens um 4:30. Die so, junger Mann, junger Mann. So, ich konnte aber auch ehrlich gesagt nicht mehr die Augen aufhalten. Ja, so K.O. war ich schon gewesen. Und dann ist ein Beamter hinterhergekommen, hat mir ja nur noch auf die Schulter getippt. Junger Mann,
ich so die Ohrstöpsel raus, die Musik ausgemacht. So, ich so, ja, was kann ich für Sie tun? Ja, hast du noch eine Zeitung übrig? Wäre echt total nett. Habe ich zu denen gesagt, ja, tut mir leider leid. Habe ich leider nicht. Ach, schade. Habe ich gesagt, ja, normalerweise würden ja ihre Kollegen, ja, hier immer die Zeitung bekommen auch. Ja, das habe ich ja mit denen so abgesprochen gehabt. Ja, aber da ich ja jetzt so mit Vertretungsgebiet mache, da habe ich dann leider auch keine Zeitungen übrig. Ach, echt schade. Ja, habe ich gesagt, ja, kann man leider nichts dran ändern. Habe ich gesagt, ja, dann noch einen schönen Tag. Ja, so, ja, Ihnen auch. Aber war auch wirklich lustig gewesen, wie er dahinter extra hinterhergekommen ist. So, und jetzt pflanzen wir, jetzt fahren wir so zwei, drei Bahnen. So, Sonnenblumen und dann gehe ich auch mal langsam ins Bett. Bei mir fallen jetzt auch leider die Augen zu. Ja, muss man auch ehrlich zugeben. Und deswegen. Ich weiß nicht, ich bin auch irgendwie total am Ölen. Weiß nicht warum. Also genug getrunken habe ich heute. Das habe ich eigentlich immer nur, wenn ich dann wirklich extrem müde bin. Und dann gegen die Müdigkeit ankämpfe. Dann fange ich wirklich an zu schwitzen, an vom Allerfeinsten. Weiß ich nicht, warum das so ist. Oder das von den Medikamente kommt. Aber ich darf ich jetzt sowieso nicht mehr hinlegen. Weil wenn ich mich jetzt nicht hinlege, da versäume ich nachher meine Medikamente zu nehmen um 8 Uhr und dann gibt es Ärger wieder von der Ärztin. Und das will ich dann auch nicht gerade haben. Weil jetzt muss man dazu ehrlich sagen, weil ich habe ja Epilepsie. Und ich bin jetzt fast 5 Jahre, da muss man sich vorstellen, knapp 5 Jahren anfallfrei. Ja. Da muss man ja ganz ehrlich zulassen. Knapp 5 Jahre. Ja, und darauf bin ich echt stolz. Weil damals, wo ich das bekommen hatte mit der Epilepsie, da musste ich nicht morgens 7 Tabletten schlucken und abends 8. Das heißt, 15 Tabletten am Tag musste ich schlucken. Das war echt eine Menge. Und jetzt bin ich noch auf einer. Gut, vorher waren es zwar 4 gewesen. 4 Tabletten. Ja, das heißt morgens 2, abends 2. Ja, aber da hat die Ärztin gesagt gehabt, letzten Monat, das ist Quatsch, was wir da machen. Mit morgens 2, abends 2. Ich verschreibe dir einfach Tausender auf. Und daran passt das, dann brauchst du nicht nur noch eine zu schlucken. Aber ich gesagt, ja, wenn das geht, ja, alles kein Problem. Darauf hat sie mir Tausender aufgeschrieben gehabt und seitdem schlucke ich dann auch die Tausender. Ja, weil es ist einfacher, die Tausender zu schlucken, als immer 2 Meter, also 2 Tabletten zu schlucken. So, aber die Tausender, die sind ja dann halt irgendwie von einer anderen Firma, die, also das heißt, die haben zwar dieselben Wirkstoff drinne, ja, aber kommt von einer anderen Firma und das Problem dran ist halt einfach, wenn sie halt einfach von einer anderen Firma kommen, da sind die Nebenwirkungen halt eben wieder anders. Das heißt, ich habe dann unterschiedliche Nebenwirkungen. Also heißt zum Beispiel
Ja, da war ich jetzt in der letzten Zeit wirklich ein bisschen aggro drauf. Ja, weil es halt einfach von den Medikamente kommt. Da, ich selber kann ja nichts dafür. Ich will ja auch so nicht handeln. Aber es sind halt eben die Nebenwirkungen. Also, und da muss ich auch halt einfach mal nochmal mit der Ärztin drüber sprechen. Aber das geht, kann ich jetzt aber im Moment ja nicht machen, weil ich habe jetzt erst den nächsten Termin am 6. Dezember. Alle halbe Jahre. Und dann werde ich dann nochmal mit dir darüber reden, ob die mir doch mal Beruhigungstropfen geben kann. Und dann passt das. Weil es bringt halt nichts. Also ich will auch hier nicht immer ausrasten, diese Scheiße, warum funktioniert diese Scheiße nicht? Ja, das muss ja nicht sein. Ja, weil ich versuche halt immer wieder runterzukommen und sollte das nicht klappen. Ja, habe ich auch zur Ärztin gesagt gehabt, deswegen wollte sie mir ja erst Beruhigungstabletten verschrieben haben. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt gehabt, nee, ich versuche das erstmal ohne. Ja. Und dann ist es dann einfach so, dass ich dann immer mal um den Häuserblock gehe, ja, oder mal einen Kollegen anrufe, weil von einem Kumpel von mir, den ich auch schon seit dem Kindergarten kenne, der Onkel, der hat nämlich in Gelsenkirchen ein Boxstudio. Das war auch der Hammer gewesen, in diesem Boxstudio. Das war vor 1,5 Jahren. War das gewesen? Da hat mich im Internet auch einer so richtig blöd angemacht und meinte mich auch richtig doll beschimpfen zu müssen. Ja, ein Kollege war dabei. Er so, er beruhigt dich, ich rufe meinen Onkel an. Er so, er macht das. Und er so, ja, kann ich mal mit dir in deinem Boxstudio kommen? Er so, ja, kein Problem, was ist denn los? Ja, ich muss ihn mal irgendwie runterkriegen. Kannst du mir mal dabei helfen? Ja, ja so, ich komme dich abholen. Ja gut, ich bin gerade bei meinem Kumpel. Da kam der Onkel. Ja, wir sind nach Gelsenkirchen gefahren. In seinem Boxclub. Ja. Und er so, ja, was soll ich denn jetzt hier? Ja, wir versuchen dich als erstmal runterzubringen. So habe ich gesagt, das wird sowieso nicht klappen. Ach komm, ein bisschen Sport tut gut, bei dir sowieso. Habe ich gesagt, Dankeschön, du Arsch. Habe ich zu dir so gesagt. Ja. Da kam der Onkel an. Wenn ihr was zu klären habt, dann nur im Ring. Habe ich gesagt, gut, dann nur im Ring. Zieh Boxhandschuhe aus, Feigling, habe ich zu denen gesagt. Er so, ja, warum? Ich so, ja. Du wirst ja schon sehen, was du gleich davon hast. Weil du zu mir gesagt hast, fette Sau. Ja. Wie, das habe ich doch gar nicht gesagt, ja doch. Du hast gesagt, ja, dir würde sowieso ein bisschen Sport gut tun. Also, hast du mir automatisch gesagt, ich wäre fett. Ja, dann wirst du zu spüren kriegen. Mit der bloßen Faust. Ja, wenn du Eier in der Hose hast, habe ich zu denen gesagt. Ja, gut. Ja, so. Aber. Denk dran, hat er gesagt. Ja, mein Kollege. Boxen tun wir uns hier aber nicht. Aber wie gesagt, ja, was hast du denn dann vor? Ja. Da hat er gesagt, ja, siehst du den Ring da hinten in der Ecke? Ich so, ja. Ja, was ist denn? Da habe ich gesagt, ja, was ist denn da im Bild? Ja. Kannst dich freuen. Ich so, ja, warum? Was ist das denn für ein Ring? Da hat er gesagt, ja, ist ein Ring, also kein Boxring, sondern so ein Wrestling-Ring ist das. Wie man den ja auch von SmackDown und Raw kennt. Habe ich gesagt, ja, und was willst du denn da mit mir sagen? Ja, wir tun Wrestling. Habe ich gesagt, wie bitte? Ja, wir tun Wrestling. Habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Ja, da sind wir da in den Ring rein. Ja. Der Onkel so, ja, was für eine Matchart wollt ihr haben? Mein Kollege so, er soll sich das aussuchen. Ja, ich dann so zu den, ja, wenn ich mir das dann aussuchen darf, dann nehmen wir doch am besten
ein Match, wo alles erlaubt ist. Ja, immer Kollege so, ja, hört sich ja nicht schlecht an. Aber was für eine Matchart? Ah, ja, habe ich gesagt, ja, es gibt ja so viele verschiedene Matcharten. Es gibt ja einmal Extreme Rules, wo ja wirklich alle Gegenstände erlaubt sind. Dann gibt es ja Last Man Standing, wo ja auch wieder alles erlaubt ist. Da muss man den ja halt einfach den Gegner halt einfach K.O. schlagen bis 10, dass er nicht mehr aufstehen kann. Dann gibt es ja I Quit Match, also ich gebe auf Match. So, und da habe ich gesagt, ja, aber ist ja nicht ein bisschen langweilig, ohne Publikum zu kämpfen. Ja, das stimmt. Aber hast Glück. Habe ich gesagt, ja, warum? Ja, weil gleich macht die Boxhalle sowieso auf. Und dann haben wir genug Publikum. Dann machen wir es dann gleich. Habe ich gesagt, ja, okay. Dann haben wir so 1,5 Stunden gewartet. Ich mich dann noch so richtig schön noch weiter auf 180 gebracht. Ja, Boxstudio hat dann aufgemacht. Ja, die ganzen Familien kamen dann da rein. Und der Onkel von meinem Kumpel, der hatte ja dann nichts Besseres zu tun gehabt. Und auch noch dafür Eintritt zu nehmen. Für den Kampf. Habe ich gesagt, ja, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja. Ich habe gedacht, der will mich runterbringen und nicht hier noch weiter, da ich mich weiter aufrege. Und dann war es dann halt einfach so, dass wir dann da Eintritt genommen haben. Also das heißt wirklich Erwachsene 20 Euro und Kinder 10 Euro. Aber jetzt muss man dazu sagen, ja, das Geld haben wir aber auch gespendet gehabt am Tierheim. Habe ich direkt auch zum Onkel gesagt gehabt, ja, das Geld tun wir aber bitte schön spenden. Ja. Ja, hast du auch wieder recht. Wir wollten dich ja eigentlich hier nur hier ein bisschen runterbringen. Ja, und hier noch mit dir Geld verdienen. Habe ich gesagt, ja, deswegen sage ich ja, das Geld wird bitte schön gespendet. Komplett. Alle Einnahmen. Ja, gut. Hat mich ja überzeugt. So, und da war es dann halt einfach so. Bei der WWE ist es ja so, dass ja die Tische präpariert sind. Ja, ist ja klar, weil das tut sonst einfach zu höllisch weh. Und wir hatten dann in diesem Box-Club hatten wir dann auch so ein paar Tische gehabt, die wir vorher präpariert haben. Ja. So, ein Kollege nimmt aber, der Idiot, muss man dazu auch sagen, einen Tisch, der nicht präpariert war. Ja, da muss man dazu ehrlich sagen. Ja. Und das, glaube es mir, das tat echt weh. Ich bin da durch den Tisch geflogen. Auf dem Rücken. Ich habe gedacht, der hätte mir die Wirbelsäule gebrochen. Ja, der Onkel kam dann an, weil der den Ringrichter gemacht hat. Da hat er zu mir so in Ohr gesagt, ja, gehabt, ja, alles in Ordnung. Ich habe nur noch so genickt. Ja, hat er gesagt, ja, scheiße, wir haben Fehler gemacht. Ich so, ja, warum, was ist denn los? Ja, er so, der Tisch war nicht präpariert. Da habe ich gesagt, ach du Scheiße. Da ist der Onkel zu meinem Kumpel gegangen. Junge, du hast einen Fehler gemacht. Er so, ja, warum? Hier, der Tisch war nicht präpariert. Da stand mein Kollege aber unter Schock, dass er den nicht präparierten Tisch genommen hat. Er kam da auch dann an. Er wollte erst einen Krankenwagen geholt haben. Ja, ich so, nix da mit einem Krankenwagen. Ja, wir machen das jetzt hier. Wir ziehen das jetzt ja richtig durch. Ja, ich da so einen Tiefschlag gemacht. Ja, so, hab dann den Tombstone vom Undertaker. Habe ich den dann verpasst. Ja, so, und dann habe ich das Match auch natürlich gewonnen. Weil er konnte nicht mehr, der war K.O.
der ist nicht mal aufgestanden. Ja, beim Last Man Standing Match. Also der Ringrichter, also auch der Onkel, der hat sofort abgebrochen. Ja, weil er gesehen hat, der konnte nicht mehr, der konnte auch den Arm nicht mehr hochhalten. Ja, der ist dreimal runtergefallen und dann hat er das Match abgebrochen. Ja, und die Zuschauer so, ach du Scheiße, wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Ja, so, mein Onkel, also sein Onkel dann so, nee, wir brauchen keinen Krankenwagen. Wir haben einen Sanitäter hier vor Ort. Weil sowas haben wir immer einen Sanitäter vor Ort. So, und da kam der Sanitäter. Ja, der hat eine Gehirnerschütterung. Der liegt erstmal flach. Also, da können wir erstmal den ins Krankenhaus fahren. Ja, der kam da zu mir an, ja, wegen den Rücken. Ja, wir nehmen dich aber auch nochmal mit. Ja, deswegen rufen wir trotzdem nochmal einen zweiten Krankenwagen. Ja, weil so können wir dich leider nicht mitnehmen. Ja, sitzen. Ja, wir brauchen dafür eine zweite Trage. Ja, und wir müssen dich auch noch besonders transportieren. Weil wir wollen da kein Risiko eingehen. Ich so, ja, ist in Ordnung. Ja, so, Kollege, erstmal 3 Tage zur Beobachtung. In die extreme Gehirnerschütterung. Und ich konnte dann direkt nach einem Tag wieder gehen. Ja, so der Arzt so zu mir, Junge, was hast du denn da mit deinem Kumpel angestellt? Habe ich gesagt, ja, er wollte ja mich runterbringen, weil ich mich aufgeregt hatte. So, und er meinte dann so, ja, der hat einen Onkel, der hat einen Boxclub. Ja, dann ich dann zu denen, ja gut, dann machen wir so ein leichtes Boxtraining, habe ich mir dann so entstehen gedacht. Ja, so, aber er hatte das dann halt einfach anders geplant gehabt, ja, mit dem WWE-Match wollte er das dann halt einfach gemacht haben. So, ich durfte mir die Match-Klausel aussuchen, ich dann so, ja, I quit Match, also ich gebe auf Match. Und, meinte mein Kollege, ja, er müsste mich dann durch den Tisch schmeißen. Aber was er jetzt vergessen hat, dass der Tisch nicht präpariert war. Ja, und da war eine Tischplatte gewesen von 5 cm. Ja, wo ich dann durchgeschmissen worden bin. Vom obersten Ring aus. Ja, so, und ich dann zum Arzt gesagt, ja, ich habe meinen Kollegen den Tombstone vom Undertaker verpasst. Wie Tombstone vom Undertaker? Habe ich ihm gesagt, ja, hier haben Sie mal ein Video, wie das aussieht vom Undertaker her. Ja. So, ich ihm das dann gezeigt. Der Arzt so, Junge, du hast sie doch nicht mehr alle. Ich so, ja, warum? Junge, der Undertaker, der trainiert das ja seit Jahren. Du machst das einmal, du hättest ihm das Genick brechen können. Ist er das überhaupt bewusst? Habe ich gesagt, ja, ist mir bewusst. Ja, aber ich habe das Match ja gewonnen. Ja, und was, habt ihr dafür Geld genommen? Habe ich gesagt, ja. Aber das Geld, habe ich gesagt zum Arzt, ja, das geht ja schon wieder für einen guten Zweck. Ja, das Geld will ich ja ehrlich gesagt ja nicht behalten. Das geht ja für einen guten Zweck, habe ich ja zu denen gesagt. Ja, hat er gesagt, ja, das ist ja die Hauptsache. Ja, für was willst du das Geld denn spenden? Habe ich gesagt, ja, ich hatte eigentlich vorgehabt für uns Tierarzt, für ein Tierheim, eher gesagt. Ja. Ja, warum gehst du denn nicht hin, spendest die Hälfte an Tierheim und die andere Hälfte für Blutkrebs? Ja, da habe ich gesagt, ja, das ist auch keine schlechte Idee. Da habe ich den Onkel angerufen von meinem Kumpel. Hab den gefragt, wie viel Einnahmen das waren. Hat er gesagt, ja, 5.000. Da habe ich gesagt, war die Halle doch so voll? Ja. So, da habe ich gesagt, ja, du weißt schon, Geld wird gespendet. Ja. Wo möchtest du, also, hat er gesagt, ja, wo möchtest du das denn bitte schon spenden? Habe ich gesagt, ja, 2.500 gehen am Tierheim und die anderen 2.500 gehen an Blutkrebs spenden. Da hat der Arzt mich gerade drauf gebracht. Ja, das ist auch keine schlechte Idee. Für Blutkrebs. Kinder, die Blutkrebs haben, zu spenden.
Da hast du ja echt mit, da hast du echt was Gutes gemacht. Aber wie gesagt, weiß ich. Hat der Arzt mich ja auch drauf gebracht. Ja, aber wie gesagt, ja, habe gesagt, ja, mein Kumpel, also dein Enkelkind. Ja, dein Neffen, habe ich gesagt, eher. Ja, der ist schon wieder so weit in Ordnung. Ich habe gerade nur einen Anschluss vom Arzt bekommen. Ja, warum? Habe ich dir gesagt. Ja, weil ich den Tombstone verpasst habe. Ja, das sah aber auch aus. Ja, du hättest ja den ja auch das Genick brechen können, habe ich gesagt. Ja, weiß ich, hat der Arzt mir ja gerade auch gesagt. Ja, der liegt jetzt halt eben nur mit einer schweren Gehirnerschütterung halt eben im Krankenhaus hier noch. Für ein paar Tage zur Beobachtung. Ja, aber das nächste Mal wir bitte nicht sowas wieder machen. Haben wir gesagt, ja, ist doch nicht meine Schuld. Denn der Neffe wollte das doch haben. Ja, das stimmt allerdings auch wieder. Er wollte dich auch nur runtergebracht haben. Ja, weil du, ich weiß ja, wie du dich immer so aufregst. Aber wie gesagt, ja, ich kann ja nichts dafür. Habe ich gesagt, ja, es ist ja immer wie ein Medikament halt einfach. Ja, ich will mich ja gar nicht aufregen, aber es hat eben Nebenwirkungen. Ja, so und, ja, da müssen wir aber trotzdem mal was dagegen machen. Aber wie gesagt, ja, ich habe schon mit dem Arzt darüber geredet, aber was wir mal machen, will man halt einfach die anderen Medikamenten ja von den anderen Firmen nicht mehr bekommt. Ja. Und darauf aber nicht so gut anspringt wie auf die normalen Medikamente. Ja, da muss man aber weiter gucken. Ja, deswegen. Also, da war ja wirklich extrem lustig gewesen, wie ich da in Gelsenkirchen im Krankenhaus lag. Muss man ja ganz ehrlich sagen. So, dann höre ich jetzt hier auch mal wieder auf. Und da wünsche ich euch jetzt ja mal alle eine schöne gute Nacht und dann sage ich mal bis später.